Hallo und herzlich willkommen zu Visite, Ihrem Gesundheitsmagazin bei Studio 47. Heute werfen wir gemeinsam mit Ihnen einen Blick in die neu errichtete Marienklinik. 2 Jahre hat es gedauert und rund 50 Millionen Euro gekostet. Seit Mitte März ist der Bau abgeschlossen und die Patientinnen und Patienten konnten umziehen. Was es nun alles Neues gibt an der Marienklinik, das verraten wir Ihnen im nachfolgenden Beitrag. Der Klinikalltag hat Einzug gehalten. Nur wenige Betten stehen hier in der Helios Marienklinik noch leer. Rund ein halbes Jahr nach der Eröffnung zeigt sich, dass sich der Aufwand nicht nur optisch gelohnt hat. Rund 15.200 Liter Decken- und Wandfarbe, sie lassen den Neubau in hellem Glanz erstrahlen. Rund 350 Betten stehen den Patienten stationär und teilstationär zur Verfügung. Etwa 20 Betten entfallen auf Privatpatienten. Wir, das Team der Helios Privatklinik hier in Duisburg, Standort Marienklinik, bieten unseren Patienten eine bestimmte Unterkunft mit einem gewissen Hotelcharakter und neben der medizinischen Versorgung einen guten Service, der zur besseren Genesung beiträgt. Hallo, Herr Bettheim. Hallo, Michaela. Na, alles gut? Bei mir immer. Wer jetzt glaubt, die neu errichtete Marienklinik sei ausschließlich eine Hochburg für Privatpatienten, der irrt. Denn das hochmoderne Krankenhaus hat weit mehr zu bieten. Von Chirurgie und Schmerztherapie über Geriatrie und innere Medizin bis hin zu Kardiologie und Urologie. Das Hospital bietet seit März 2017 hier am Standort Hochfeld ein umfassendes Leistungsspektrum. Von der Fachklinik zum Akutversorger, so könnte man den Wandel der Marienklinik beschreiben. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Rückblick. Mai 2015. Die ehemals 2300 Quadratmeter große Baugrube weicht einem Betonbett und lässt erahnen, was hier einmal entstehen wird. Der Grundstein wird gelegt. 50 Millionen Euro werden investiert. Von Helios ein klares Bekenntnis zum Gesundheitsstandort. Nur ein Jahr später ist der Krankenhausbau deutlich fortgeschritten. Noch dominieren Baugerüste und Baustellenlärm. Doch es geht voran. Im März 2017 wird Eröffnung gefeiert. Ein halbes Jahr nach der Eröffnung ist nun erste Routine zu erkennen. Ein Blick in die Notaufnahme. Haisam Osaili ist hier der Chef. Momentan wirkt noch alles sehr entspannt. Doch damit der Einsatz im Ernstfall reibungslos funktioniert, muss jedes Detail sitzen. Wir müssen das immer wieder trainieren und mögliche Szenarien durchspielen. Man hat hier dann entsprechend Manpower. Es gibt eine Alarmschleife, die dann ausgelöst wird, sodass hier verschiedene Fachrichtungen interdisziplinär agieren können, um drohende vitale Gefährdungen abzuwenden. Während im Erdgeschoss die letzten Vorbereitungen getroffen werden, begegnen wir im obersten Stockwerk Maurice Knechten. Sein Territorium ist die geriatrische Station. Hier dienen kleine Details dafür, den Patienten den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Hier haben wir eine kleine Auswahl aus dem Stadtarchiv mit Bergarbeitern. Das ist ja hier gerade im Ruhrgebiet doch noch sehr präsent. Gerade unsere Patienten, das ältere Klientel, stellt sich oft hier hin und schwelgt dann in alten Erinnerungen. Hinaus aus dem Staub der Montanindustrie, hinein in den OP. Denn auch in die Medizintechnik hat die Marienklinik einiges investiert. Insgesamt 4 neu errichtete OP-Säle mit modernster Technik bieten die optimalen Voraussetzungen für minimalinvasive Eingriffe. Umfassende medizinische Versorgung aus einer Hand und unter einem Dach. In der Marienklinik in Hochfeld ist aus der einstigen Zukunftsvision endlich Realität geworden. Ja, und wir bleiben beim Thema Marienklinik und dazu begrüße ich an meiner Seite einen Studiogast und zwar Dr. Frank vom Dorp. Er ist Chefarzt der Klinik für Urologie. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, verraten Sie doch mal den Zuschauerinnen und Zuschauern, inwieweit muss man sich den Neubau jetzt bei Ihnen an der Marienklinik vorstellen im Gegensatz zum alten Gebäude? Ja, es ist eigentlich alles ganz anders, als es im Altbau gewesen ist. Wir haben, glaube ich, ein modern durchdachtes Klinikkonzept mit 4 Operationszellen, die direkt nebeneinander liegen, enge Zugriffe auf die Intensivstation und auf alle anderen Fachdisziplinen, sodass ich glaube, dass insgesamt natürlich auch mit neuen Räumlichkeiten und schönen Pflegestationen wir einen ganz modernen Klinikbau zur Verfügung haben, den man mit dem Altbau nicht vergleichen kann. Was für Vorteile bietet dieser Neubau jetzt für Sie, gerade auch mit Sicht auf die tagtägliche Arbeit? Ja, es ist zunächst mal alles schöner geworden. Wir haben auch im Vergleich zur Vergangenheit einen langen Weg zurückgelegt. Wir sind früher eine reine Fachklinik gewesen für Nephrologie und für Urologie. Das hat sich jetzt grundlegend geändert, sind moderne Akutversorger geworden mit anderen Fachdisziplinen, die es früher am Standort nicht gegeben hat. Dazu zählt die Gefäßmedizin. Dann die Radiologen und Anästhesisten waren vorher auch da, die Nephrologen, die Geriater sind hinzugekommen, die Kardiologen mit einem eigenen Herzkathetermessplatz und sicherlich was Besonderes, dass wir die Psychiater und auch die Psychosomatiker mit unter einem Dach beherbergen. Jetzt haben Sie gerade die unterschiedlichen Abteilungen aufgezählt und die unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit nennt man das. Ja. Inwieweit müssen sich das Patienten in der Praxis vorstellen? Ja, das ist für die Urologie ganz wichtig. Viele Erkrankungen aus dem urologischen Fachgebiet sind Erkrankungen der zweiten Lebenshälfte. Das heißt, wir haben es mit einer immer älter werdenden Gesellschaft zu tun, die aber auch insgesamt durchaus fitter wird. Und schwerwiegende Erkrankungen kann man jederzeit erhalten, auch wenn man wegen einer ganz anderen Erkrankung das Krankenhaus aufgesucht hat. Von daher ist der Kardiologe, der Nephrologe, der Geriater durchaus sind wichtige Ansprechpartner, gerade wenn es mal zu Notfallsituationen kommt. Und diese Interdisziplinarität wird schon gelebt und ist für die Patienten auch ein hohes Maß an Sicherheit. Herr Dr. von Dorp, mit was für Patienten und mit was für Krankheitsbildern haben Sie denn so tagtäglich zu tun, für jemanden, der den Bereich jetzt nicht so kennt? Ja, also das Schöne an der Urologie ist, dass wir nicht geschlechterspezifisch festgelegt sind. Also wir behandeln Männer und Frauen. Ich denke, ein wesentlicher Punkt sind die Tumorerkrankungen, die wir bei beiden Geschlechtern behandeln, der Nieren, der ableitenden Harnwege, Blase, Prostata und auch Hoden. Wir haben einen Schwerpunkt der Kinderurologie, da die meisten angeborenen Fehlbildungen im kinderurologischen Bereich liegen. Wir haben die Kontinenzproblematik, was hohe Relevanz besitzt in der Bevölkerung und sicherlich mit 350, 400 Patienten im Jahr Stoffwechselstörungen, Steine, die wir behandeln. Das sind so die Grundpfeiler des urologischen Tuns jeden Tag. Sie haben eben ja die neuen Räumlichkeiten noch angesprochen. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht als Operateur auch verbessert jetzt? Als Operateur hat sich viel verbessert. Also alle Operationssäle liegen direkt nebeneinander. Man muss keine Wege über Flure mehr zurücklegen, kann auch mal, wenn ein Notfall in einem benachbarten Operationssaal ist, zügig dorthin eilen. Und das alles macht ein modernes Krankenhaus aus. Jetzt herrscht ja in den Köpfen der Menschen meistens noch dieser Urgedanke, dass die Marienklinik eine reine Fachklinik ist. Dem ist ja aber nicht so. Ja. Inwieweit, glauben Sie, kann man das den Menschen plausibel machen, dass es jetzt eben anders ist? Ja, durch Dinge wie heute. Klar, man muss darüber sprechen. Und ich denke, es wird eine gewisse Zeit dauern, ehe das einmal durchgesickert ist und die Bevölkerung komplett durchdrungen hat. Und in der Zeit versuchen wir durch aufklärende Veranstaltungen der einzelnen Fachdisziplinen, auch was Interdisziplinarität angeht, die Bevölkerung gut zu informieren, dass es dieses Angebot gibt, was vorher nicht vorhanden war. Und ich denke, dass das auch positiv sich niederschlagen wird. Kommen wir noch mal ein bisschen auf den Neubau zu sprechen. Wie kommt das Ganze denn so bei den Patientinnen und den Patienten an? Wie ist so Ihre Erfahrung? Das ist sehr gut. Also viele der Menschen, die wir behandeln, haben beide Seiten kennengelernt. Schön, dass sie im Altbau auch da gewesen sind. Und die Resonanz ist natürlich jetzt durchweg positiv. Wir haben schöne Stationen, schöne Patientenzimmer. Alle Patientenzimmer haben Duschen und Nasszellen, alles ist ganz neu. Natürlich muss die medizinische Leistung immer stimmen, aber Sie bekommen es natürlich besser positioniert, wenn der Rest auch schön ist. Ich kann mir vorstellen, dass ein Umzug von einem Altbau in einen Neubau ganz schön viel Arbeit bedeutet. Inwieweit hat sich das alles, ja, ich sag mal, über die Bühne bringen lassen? Das ging ganz, ganz zügig. In noch nicht mal 48 Stunden war das alles gut organisiert vorbei und ich glaube, für die Patienten und für uns auch wenig anstrengend, weil gut geplant. Danach geht es dann so ein wenig ans Feintuning. Dann muss man sich im neuen Haus neu sortieren, was wenig Zeit dauert, aber was insgesamt eigentlich auch reibungslos funktioniert hat, weil es einfach auch Spaß gemacht hat, sich damit auseinanderzusetzen.
Jetzt gibt es ja auch in der neuen Marienklinik ein ganz besonderes Farbkonzept, was unter anderem zur positiven Genesung führen soll. Ja, das ist richtig. Also zunächst mal bestimmen helle Farben die Gestaltung der Räume. Und unterschiedliche Gebäudeteile und Stationen haben eigenständige Farben, was die Orientierung erleichtert, wenn die Patienten das Haus betreten. Und insgesamt ist natürlich so, je heller und je angenehmer das gestaltet ist, dann wird sich auch wahrscheinlich der Krankheitsverlauf besser und zügiger gestalten, als wenn es eher ein dunkles Gebäude ist. Was ist so Ihr persönliches Highlight in dem Neubau? Was gefällt Ihnen besonders? Es gefällt mir eigentlich alles gut rundum und am Ende des Tages gehe ich jeden Abend gut gelaunt nach Hause und komme morgens gut gelaunt zur Arbeit. Und ich glaube, das ist so für mich das größte Kompliment, was man im neuen Haus machen kann. Das klingt sehr gut. Herr Dr. von Dorp, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns so ein bisschen was über den Neubau erzählt haben. Vielen Dank. Ja, wir machen an dieser Stelle weiter mit unseren Nachrichten. Klinikneubau in Alt-Hamborn, Richtfest schon für 2018 geplant. Die Arbeiten für den Neubau an der Helios St. Johannes Klinik schreiten trotz des hohen Grundwasserspiegels zügig voran. Das Richtfest ist schon für das Frühjahr 2018 geplant. Derzeit hebt ein sogenannter Schlitzwandbagger mit Grundwasser durchzogenes Erdreich aus einer schmalen Grube. Diese markiert den unterkellerten Bereich des Neubaus. Da das Grundwasser hier sehr hoch steht, machen die Verantwortlichen den Keller mit Hilfe eines bestimmten Ton-Zement-Gemisches wasserdicht. Ergänzend werden Stahlträger zur Stabilisierung gleich mit versenkt. Demnächst soll dann das Ausschachten beginnen können. Die komplexen Arbeiten hatten die Planung zunächst um ein paar Monate zurückgeworfen. Durch den Einsatz von mehr Arbeitern auf der Baustelle bleibt der alte Zeitplan jedoch bestehen. Der Bau, der künftig 450 Betten und 7 OP-Säle beherbergen soll, wird wie geplant 2019 fertig sein. Gesund in Duisburg, alles rund ums Thema Hüfte. Am 27. September veranstalten die Helios-Kliniken die nächste Veranstaltung der Vortragsreihe Gesund in Duisburg. Carsten Raab, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, spricht dann über das schmerzhafte Hüftgelenk und stellt aktuelle Behandlungsmöglichkeiten bei Arthrose vor. Die Veranstaltung für Betroffene und Interessierte beginnt um 17.30 Uhr und findet im Abteizentrum an der Helios St. Johannes Klinik in Alt-Hamborn statt. Der Vortrag ist kostenlos. Das war Visite, das Gesundheitsmagazin bei Studio 47 für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Ich verabschiede mich von Ihnen. Tschüss, machen Sie es gut.